Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect. Ja, wir befinden uns auf Noveria und wir sind dabei, in eine Forschungseinrichtung einzudringen, um dort uns ein Wesen anzugucken, für das sich die G ziemlich zu interessieren scheinen. Ich bin zu blöd zum Dechiffrieren momentan. Ich weiß nicht warum. Sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tour zur Schüttelbucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder drunter ist, funktioniert alles. Das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PSI aktiviert. Aber schon in Bereichen von 31 bis 34 PSI schließt die Tür derart hart zu, dass sie nicht einen Metallträger zerquetschen würde. Da möchte ich nicht zwischen sein. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus dem Team der Arm abgerissen wird. Alles klar. Wäre ich hier dran? Ah, okay. Ein Minispiel. Ich weiß nur noch nicht, wie es funktionieren soll. Ich kann hier aber nichts kontrollieren. Irgendwie. Ich glaube, ich muss den Druck erhöhen oder irgendwas. Irgendwas muss ich irgendwo machen. Nee, wieder in die falsche Richtung gewandert. Juhu, ich hab's mal wieder geschafft. Hey, ich bin ein Held. Okay. So, jetzt, wie geht das Minispiel hier? Wie kann ich den Druck kontrollieren? Guck mal. Ach, hier, okay. 1, 2, 3. Nee. Auch nicht schön. Ich muss die richtige Kombination rausfinden. Ich bezweifle, dass hier noch jemand am Leben ist. Die Gates sind sehr gründlich. Nimm mal den. Na, das war zu viel. Ich will doch gar nicht mit dir sprechen, Tali. Die Gates sind sehr gründlich. Das war auch zu viel. Achtung, Hochdruck. So, machen wir's. Bam! Tschüss, Gateschiff. War schön mit dir. Hoffentlich reißt er den halben Turm mit. Das wäre echt übel. Er reißt den halben Turm mit. Scheiße. Ach, Gott sei Dank nicht. Ich hoffe, da steht keiner. Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geht im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Halten Sie die Kolonisten von der Normandy fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Wir gehen. Aber vorher sollten wir den Ort von diesen verdammten Synthetischen befreien. So, alle rasten aus. Wahrscheinlich auch aufgrund der Pflanze, weil die sich, glaube ich, gefährdet fühlt. Gehe ich mal stark von aus. Nein. Und jetzt muss ich erstmal wieder mal einen Stufenanstieg machen. Also das fluppt ja hier echt wie Schmitzkatze. So, ich mache erstmal einen Sturmangriff voll, dann mache ich Spektertraining voll und dann kann ich mir noch irgendwas weiteres überlegen.
So, ihr natürlich auch. Mittelschwere Rüstung. Sehr schön. So, wo müssen wir jetzt hin? Da war das Kreuz. Okay. Ich denke mal, wir müssen zurück Richtung Kraftfeld. Und ich glaube auch nicht, dass das mit den Gates schon ein Ende hat. Ich glaube eher ganz im Gegenteil. Es werden noch einige hier sein. Und sich wehren. Hier ist noch ein Stück Arm. Aber warte mal, ich bin doch hier runtergefallen. Wie soll ich denn da wieder hochkommen? Da bin ich doch runter... Nee, warte mal, wo bin ich denn? Ich bin doch hier irgendwo runtergeklettert. Ich bin verwirrt. Weg. Hauptebene. Ja, schön. Da bin ich jetzt. Und jetzt? Hallo. Wie komme ich hier raus? Ich will doch nur hier raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Ach du Scheiße. Geht das schon wieder los? Ey, ich bin so ein Newbie. Ey, Alter, du bist doch blind. Ey. Guck doch mal da vorne, da geht der Weg raus. Ich sehe keinen Weg nach draußen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin blind. Ich bin absolut blind. Was? Irgendwas mit dem Knoten hatte ich doch. Achso, Serverknoten. Oder doch hier lang? Nee, das geht mir da zu tief runter. Aber Shepard kann ja eh nicht springen. Das hat er ja in seiner Ausbildung nie gelernt. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich weiß es einfach nicht. Außerdem wird es auch noch bestimmt ein paar Geht geben, die diesen Abschuss überlebt haben. Ich meine, das sind synthetische Lebewesen. Hey, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich weiß es echt nicht. Ich bin echt überfragt. Hilfe! Ah! Hey. Hilfe gefunden. Hier geht's raus. Super! Bleib aber trotzdem mal lieber bewaffnet. Mit meinem Ballermann. Ballermann 05. Obwohl, das kann ich auch mal eben machen. Bevor ich jetzt eventuell an den Bosskampf gehe. Weil ich habe das Gefühl, ich muss gegen dieses olle Vieh kämpfen. Dafür muss ich in den Ausrüstungsbildschirm. So, Shappy. Was habe ich denn? Tsunami. Da habe ich aber kein besseres Äquivalent zu. In Stufe 6. Schade eigentlich. Equalizer 6. Die habe ich allerdings. Und die nehme ich auch. So. Irgendeine Rüstung, die besser ist. Ne, ich bin schon voll bei 5. Aber Turiana. Habe ich hier mittelschwer. Die Scorpion 4. Das ist doch was für dich. Und du bist jetzt auch im gleichen Camouflage wie wir alle. Wie geil ist das denn, Garrus? Aber dieses Grün, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Stinger 6. Nimmst du natürlich auch. Keine Frage. Und Schrotzer hast du noch, ne? Katana 4, Katana 6 ist dann was für dich. Genau. So, was ich brauche, ist eine Tsunami. Shepard braucht die Tsunami 6. Das wäre was. Das wäre richtig cool, wenn ich die jetzt hätte. Aber noch habe ich sie nicht. Aber ich glaube, bald wird es soweit sein. So, das Kraftfeld ist weg. Jetzt gehe ich hier lang. Na also. Die Lisbeth. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Sie sagten, sie wüssten nichts über den Torianer. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Ich...
Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Ich auch nicht. Moment, ich bin mir gerade am Kaffee einschütten. Ich habe heute echt ein super Timing. Ist mir egal. Obwohl, das ist eine süße Braut, ne? Ach komm. Sie haben getan, was Sie konnten. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie mir sagen, wo ich den Torianer finde. Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Was mich beunruhigt ist, warum die Gate überhaupt hinter dem Torianer her sind. Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Gate-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ja, besser ist das. Lisbeth. Betretendes Schweigen. Und zwei Punkte in. Vorbildlich, ich bin so ein Engel. So, jetzt muss ich quasi... Wo ist sie denn? Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurückdüsen, wa? Nee, ich freue mich. Also, es gibt wieder eine schöne Autofahrt. Guck mal, jemand hat sogar schon netterweise meinen Marco gewendet. Wer auch immer das war. Wahrscheinlich Lisbeth. Und los geht's. So, way back. Da sind auch schon die ersten Gate am Start. Alter, die Raketen. Kampfläufer sind ja eins, ne? Aber die Raketen sind echt böse. Aber ich sag ja, dass hier noch einige geht sind. Definitiv. So leicht geben sich die Jungs hier nicht geschlagen. So ein geht ist echt hardcore. Oh, mach keinen Scheiß. Ich will da nicht runter. Ich fahre ja schon deswegen genau in der Mitte. Irgendwas schießt da auch quer rüber aus dem Gebäude raus. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es scheint mich selber auch gar nicht zu interessieren. So. Die Blockade muss weg. Wenn ich solche Sprünge mache, da kriege ich echt Panik. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Ja, ich höre Gehen dich. Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Vor allem, was Lisbeth damit zu tun hat. Warum die sich da einmischt. Hier ist Juliana Bainham von der Pharos-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Bin schon dabei. Aua. Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Mami! Sie springt einfach raus, ey. Wie ist sie denn drauf? Hey! Lady! Na, wenigstens wartest du. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Gate Sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso enden. Diesmal nicht, John. Sie müssen aufgeben und sie gehen lassen. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach.
Die Kommunikation steht wieder. Exo Jenny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Pharos her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exo Jenny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Sie sind ein Erbsenzähler, Jong. Ich bin ein Spectre. Wie stehen Ihrer Meinung nach die Chancen? Ein Spectre? Das ist doch Blödsinn. Es gibt keine menschlichen Spectres. Oder? Wollen Sie dieses Risiko wirklich eingehen, Jong? Aber Exo Jenny wird weitere Prüfer schicken. Sie werden herausfinden, was passiert ist. Sagen Sie ihnen, die Gate hätten den Torianer vernichtet. Ja, aber die infizierten Kolonisten dürfen nicht hier sein, wenn die Leute von der Firma herkommen. Sie können die Kolonisten nicht einfach töten. Es ist nicht Ihre Schuld. Wenn Sie den Torianer töten, wird die Infektion vielleicht aufgehalten. Möglicherweise. Jeder Feindselige wird eliminiert. Es muss einen anderen Weg geben. Vielleicht gibt es den. Kommen Sie vor Ihrem Aufbruch zu mir, Commander. Sorgen Sie einfach dafür, dass es hinterher keine Beweise dafür gibt. Boah, ey, du bist echt so eine feige Socke, ne? Es ist bald soweit, nicht wahr? Vielleicht können wir unsere Freunde ja doch noch befreien. Ich muss ihnen helfen. Es ist meine Schuld, dass das passiert ist. Ich bin froh, dass sie bereit sind, uns zu helfen. Ich denke, es gibt einen Weg, die Kolonisten zu retten. Sie haben eine Minute. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate! Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraklopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Wir könnten es mit einer Granate freisetzen. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Statten Sie Ihre Granaten mit dem Anti-Torianer-Gas-Upgrade aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Viel Glück. Danke. Dann muss ich aber erstmal wieder lernen, wie man Granaten abfeuert. So. Granaten, wo ist es denn? Anti-Torianer-Gras. Glas, Gras. Anti-Torianer-Gras. Mhm. Genau. Ist der neue Stoff zum Rauchen. Gut. Und was ich gerade wahrscheinlich gesehen habe, ist, dass ich... Nee, habe ich nicht. Gut. Wäre ja mal was, dass ich mal keinen Stufenanstieg habe. Granaten werfen. Wie wirft Shepard Granaten? Ich dachte immer auf G. Ich habe vergessen, wie man Granaten wirft. Ja, auf R. Boom. Sehr schön. Auf R. Ich hoffe, ich habe auch noch genug davon. Warum schleiche ich denn jetzt? Was soll denn das? Hallo, Shepard. Ich bin total verwirrt gerade hier. Hier geht's gerade runter und drüber. Hallo, Shepard. Du kannst doch... Ah, okay. Alles klar. Weiter geht's. Wir düsen voran. Mit unserem Marco. Lichtgeschwind. Elegant. Alter, was mache ich denn hier? Alter, jetzt beruhig dich mal, Gerät. So.
Gott, wenn ich so Auto fahren würde, ey, meine Herren Gesangsverein. Dann wäre ich mit dem Führerschein sowas von los. So, ich lasse die Jungs sich einfach mal auflösen. Na komm, ein, zwei Schüsse werde ich schon aushalten. Aber diese Explosion oder diese Rakete oder was auch immer das ist, was ich da abfeuere, die scheint überhaupt nicht auf die Schilde von den Viechern zu gehen. Oh, jetzt drücke ich auch noch diesen Jump-Knopf. Darunter geht's nicht. Ich habe so Angst, dass ich da wieder runterfahre, ne? Wo ich gerade von Angst rede. Allerdings ist jetzt auch die Folge vorbei und wir stehen auch vor dem Tor der Kolonie. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns um dieses Wesen, um den Torianer kümmern, um die Kolonisten zu befreien mit unserer Granate. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen. Und ja, dann sage ich, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.